Hallo, in diesem Video geht es einmal um die DNA der Kryptowährung. Im Prinzip um die Haupteigenschaften der mittlerweile über 730 Kryptowährungen, die weltweit neben dem Bitcoin existieren und die uns einen Hinweis geben, für was die Blockchain-Technologie in Zukunft eigentlich benutzt werden wird. Bei der Blockchain handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie wie das Internet. Anfang der 90er. In den Anfangstagen des Internets hat man sich auch gefragt, was kann man mit dieser neuen Technologie überhaupt alles anstellen? Und an die heutigen Anwendungsfelder hat damals kaum jemand gedacht. Sogar große IT-Experten und CEOs von großen internationalen Weltkonzernen haben die Bedeutung des Internets teilweise verfehlt, abgelehnt oder ganz einfach nicht verstanden. Beim Internet ging es oder geht es um den Transfer von Informationen. Bei der Blockchain geht es um den Transfer von Besitz. Und wie bei jeder neuen Technologie erfordert sie vom Anwender ein neues Verständnis und auch die Aufgabe und das Ablegen alter Vorstellungen und Glaubenskonzepte. Beim Internet ging es darum zu lernen, dass ich sofort jederzeit mein eigener Autor, mein eigener Zeitungsherausgeber sein konnte, ein eigener Ladenbetreiber oder sogar mein eigenes TV-Studio. Das Internet hat jedem die Möglichkeit gegeben, an diesem Informationstransfer zu partizipieren, was vorher jahrzehntelang nur einigen großen Playern weltweit überhaupt möglich war. Als das Flugzeug erfunden wurde, musste man sich daran gewöhnen, dass auch schwere Objekte in der Lage sind zu fliegen. Als das Auto erfunden wurde, mussten sich die Menschen daran gewöhnen, dass man keine Pferde vor den Wagen spannen musste. Und bei der Blockchain müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir Geld, Grundstücke, Verträge auch ohne Mittelsmänner wie Banken oder Notare oder Agenturen, sogar auch ohne überhaupt unseren Geschäftspartnern vertrauen zu müssen, jederzeit weltweit transferieren können. Nochmal, bei der Blockchain geht es um den Transfer von Besitz. Und auch wie bei der Internettechnologie brauchten sogar Experten und führende IT-Wissenschaftler Zeit zu verstehen, dass die Blockchain-Technologie tatsächlich Dinge möglich macht, die vorher nicht möglich waren. Heute kennen viele mittlerweile den Bitcoin als erste Anwendung der Blockchain, als Geld, aber die Blockchain bietet auch noch mehr Möglichkeiten und Anwendungsfelder. Ich möchte in diesem Video einen kleinen Beitrag zum Verständnis der Blockchain-Technologie leisten und auch selber dadurch die Technologie besser verstehen lernen und auch zu versuchen zu verstehen, wie sich diese Technologie in Zukunft weiterentwickeln wird. Denn die Entwicklung steht, wie auch das Internet in seinen Anfangstagen, gerade erst am Anfang. Die dargestellte Grafik ist keine wahllos zusammengewürfelte Kombination der 30 am höchsten kapitalisiertesten Kryptowährungen, sondern das Ergebnis eines Data Minings Algorithmus. Der zugrunde liegende Algorithmus heißt Self-Organizing Feature Map, kurz SOM, und stammt aus dem Bereich Data Mining, künstliche Intelligenz, künstliche neuronale Netze. Die zugrunde liegende Datenbasis ist eine Tabelle mit sogenannten Merkmalsvektoren, in der ich ganz einfach 8 Eigenschaften der Kryptowährung aufgelistet habe und diese in tabellarischer Form zusammengefasst habe.
kann man sich das vorstellen, wenn ich eine vergleichbare Tabelle habe mit Tiereigenschaften und jedem Tier eine Frage zuordne, wie zum Beispiel: Hast du Federn? Hast du zwei Beine? Hast du vier Beine? Kannst du fliegen? Bist du ein Raubtier? Bist du ein landlebendes Tier? Bist du eher klein? Bist du groß? Wenn ich diese wenigen Eigenschaften einem SOM, einem Self-Organizing Feature Map Algorithmus präsentiere, kommt eine derartige Grafik heraus. In Fachkreisen nennt man dies dimensionsreduzierende Abbildung. Das heißt nichts anderes, als dass ich eine relativ komplexe Tabelle, die auch nicht so kurz wie hier, sondern durchaus über hunderte von Seiten und Spalten einer Tabelle gehen kann. Daraus macht der Algorithmus eine dimensionsreduzierte Abbildung, in diesem Fall zwei Dimensionen, Breite, Höhe. Und das Grundprinzip bei dieser Abbildungsform ist, dass ähnliche Tiere am Ende benachbart auf dieser Karte repräsentiert werden. Man spricht auch von einer topologieerhaltenen Abbildung, das heißt, die Ordnung, die innere Ordnung der Merkmale der Tiere bleibt erhalten. Sehe ich hier zum Beispiel auf der linken Seite alle Vogeltiere, auf der rechten Seite landlebende Tiere und im mittleren Bereich, ich könnte jetzt diese mittlere Linie durchstreichen, sehe ich die Raubtiere zusammengefasst in einem Cluster. Genau das, eine ähnliche Abbildung, passiert hier, bloß mit Kryptowährungen. Die Datenbasis dieser Abbildung ist relativ einfach gehalten. Ich habe hier nur acht Merkmale, also acht Fragen an die jeweilige Kryptowährung gestellt. Damit der Algorithmus funktioniert, muss jeder Wert einen Wert zwischen 0 und 1 beinhalten und auch vollständig ausgefüllt sein. Die erste Frage von acht, die ich dem Coin gestellt habe, ist: Bist du ein Mining Coin? Also muss Rechenkraft, Rechenarbeit aufgewendet werden, um den Coin neu in die Welt zu bringen? Bei Bitcoin ist das der Fall, bei Ethereum ist das noch der Fall, bei Ripple ist das nicht der Fall. Hier ist kein Mining erforderlich, die Einheiten wurden schon vorher im Protokoll initialisiert. Und genauso habe ich diese Frage an die anderen Coins gestellt und diese Tabelle entsprechend ausgefüllt. Die zweite Frage: Ist der Coin ein wirklich neu entwickeltes Softwareprojekt, dezentrales Softwareprojekt, oder ist er einfach nur ein Bitcoin-Klon oder eine Bitcoin-Modifikation? Bei Litecoin beispielsweise handelt es sich um einen modifizierten Bitcoin-Client. Hier wurden tatsächlich in den ersten Tagen, mittlerweile ist dies auch etwas anders, aber in den ersten Tagen nur wenige Variablen angepasst: die Blockgröße, die Blocklänge, die Dauer, die Anzahl der Coins, die pro Block ausgeschüttet werden. Bei Peercoin war es ähnlich. Und in den Anfangsphasen waren wirklich alle Kryptowährungen, Altcoins, alternative Coins zum Bitcoin, tatsächlich veränderte Bitcoin-Clients. Bei Ethereum beispielsweise habe ich es mit einer kompletten Neuentwicklung zu tun. Da sind zwar Ideen und Konzepte von Bitcoin enthalten, wie Proof of Work beispielsweise. Aber es sind auch neue Aspekte hinzugekommen, wie Smart Contracts. Und das ist auch gleich die nächste Spalte. Unterstützt der Coin Smart Contracts? Bei Bitcoin gibt es die Möglichkeit, intelligente Verträge nicht Turing vollständig auszuführen. Deshalb ist der Wert hier nicht ganz 0 und ich habe ihn hier auf 0,3 gesetzt. Bei Ethereum ist dies komplett vollständig implementiert und auch bei Ethereum Classic oder bei Lisk beispielsweise.
Bei anderen Coins, zum Beispiel Stratis, funktioniert dies auch, aber beispielsweise nur auf einer sogenannten Sidechain. Deshalb in dieser Einordnung nur 0,9. Die nächste Spalte, die interessant ist für den Coin, ist der Aspekt Privacy. Hier geht es nicht darum, kann ich den Coin privat anonymisieren durch Mixing-Verfahren oder bestimmte Protokolle oder durch Verschleierung, durch Benutzung bestimmter IP-Services, die mich etwas mehr, die also mein Endgerät von meiner Bitcoin-Adresse trennen oder von meiner Coin-Adresse. Hier geht es also wirklich darum, diese Tabelle ist in dem Protokoll des Coins fest eingebaut, dass tatsächlich eine Zahlung, weder die Zahlung noch der Empfänger noch die Höhe in der Blockchain gespeichert oder mitgehört werden kann. Also versucht der Coin sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, die Zahlung zu bestätigen, aber ohne dabei eine Spur in der Blockchain zu hinterlassen, die Privatsphäre oder die Anonymität der beiden Geschäftspartner gefährden konnte. Diese Eigenschaft wird jetzt zurzeit von nur wenigen Coins vollständig unterstützt, aber auch beispielsweise Ethereum plant bereits, soweit ich weiß, im nächsten Update die Anonymität von Zcash zu übernehmen. Der nächste Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist die Transaktionsgeschwindigkeit. Bei Bitcoin ist sie maximal eine Stunde, bei Litecoin beispielsweise durchschnittlich 15 Minuten, weil die Blocklänge hier auf ein Viertel abgekürzt wurde. Aber bei Währungen wie Ripple oder NEM oder Stellar Lumen kann ich tatsächlich instantan bezahlen. Und zurzeit sind dies auch meines Wissens die einzigen Coins, die instantane Zahlungen ermöglichen, quasi ohne Zeitverzögerung. Mit diesen Coins könnte ich jetzt also schon im Supermarkt an der Kasse bezahlen. Bei Ethereum müsste ich noch 3 Minuten warten, zumindest wenn ich alle Transaktionen durchlaufen lasse. Und auch hier wird sich in Zukunft bei Ethereum etwas tun. Aber bei dieser Karte geht es um den Jetzt-Zustand, um einen Snapshot. Wie ist der aktuelle Stand? Und jetzt, heute, kann ich nur mit wenigen Coins instantan sofort bezahlen. Die nächste Spalte bezieht sich auf die Spezialisierung zur Verteilung von Cloud Storage. Das können auch nur wenige. Diese Liste der 30 Coins ist ebenfalls ein Snapshot und im Wandel begriffen. Wir vermissen hier zum Beispiel MadeSafe Coin oder den Golem Token, der Rechenzeit bereitstellt, beziehungsweise bei MadeSafe Coin ebenfalls Cloud Storage verwaltet. Auch hier ist abzusehen, dass die Verteilung von Ressourcen ein DNA-Aspekt sein wird, der in Zukunft für Kryptowährung eine Rolle spielt. Die vorletzte Spalte bezieht sich auf Sidechains, also gibt es wie bei Bitcoin nur eine Hauptblockchain oder eben auch Seitenketten, in der dann Daten oder Rechenoperationen temporär oder dauerhaft ausgelagert werden. Ein wichtiger Aspekt. Und der letzte Aspekt, besitzt der Coin einen Fork-Charakter? Also ist er tatsächlich eine Neuentwicklung oder ist er nur eine Abspaltung oder ein Fork von einem bestehenden Coin? Hat er also zum großen Teil die Eigenschaften eines Vorgängercoins übernommen oder ist der eigentlich bis auf die Datenbasis der Blockchain immer noch derselbe Coin, nur mit einer anderen Chain in Bearbeitung? Und auch hier gibt es nur wenige Coins, die meisten Coins in den Top 30, bei denen handelt es sich tatsächlich um komplette Neuentwicklungen, wie natürlich auch bei dem ersten Blockchain-Projekt, das funktioniert hat, dem
Bitcoin. Man könnte diese Tabelle noch weitermachen und es handelt sich wirklich nur um einen Snapshot und sie erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hier geht es einfach um eine Datenbasis, die uns die erstmal dem SOM als Grundlage dienen soll. Natürlich wird sich hier viel verändern, insbesondere wenn Protokolle wie Lightning oder Raiden eingeführt werden, also auch instantane Zahlungen für Bitcoin oder Ethereum möglich sind, wie jetzt bei Ripple. Aber in diesem Fall geht es um einen aktuellen Snapshot der Technologie und der Haupteigenschaften. Und was auch ganz bewusst aus dieser Tabelle herausgelassen worden ist, die Marktkapitalisierung, wie gut oder wie schlecht ist der Coin, wie gut wird er angenommen, wie viele Einheiten gibt es, ist das Team hinter dem Coin eher handelt es sich dabei um ein Profiteam oder eher um ein kleineres Team, was nur auf einem bestehenden Hype aufgesprungen ist. Diese Informationen liegen dieser Tabelle nicht vor, sondern hier sind wirklich diese 8 Haupteigenschaften, die sich auf die Technologie beziehen, gemeint und auch im Netz repräsentiert. Ein interessanter Nebenaspekt beim SOM ist es übrigens, dass der Algorithmus oftmals Metainformationen herauskristallisiert, also SOMs und andere Data Mining-Verfahren werden ja auch benutzt, um beispielsweise in der Kriminaltechnologie Rasterfahndung zu betreiben, also aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten Personen in bestimmte Klassen einzuordnen und damit dann die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, ob es sich um eine Person of Interest handelt oder ob das Verhalten vom Durchschnittsverhalten abweicht oder ob diese Person überhaupt zu der Zielgruppe gehört. Und dabei geht es gar nicht mal um Eigenschaften, die jetzt direkt in Verbindung stehen mit der Person, sondern einfach um ein Schema, eine Klasse von Automatismen, die benutzt werden können, um eben Objekte oder Personen einer bestimmten Gruppe besser zuordnen zu können. Und genau dieses Verfahren wenden wir hier auf die Kryptowährung an. Ja, die erste Klasse von 7, die ich hier einfach mal in den Raum stellen möchte, beginnt mit den Bitcoin-Derivaten. Diese Klasse nenne ich Blockchain-Pioniere, da der Bitcoin wirklich bewiesen hat, dass die Blockchain funktioniert, dass er nicht gehackt werden kann, dass das Netz ausfallsicher ist und durch äußere Einflüsse nicht ohne weiteres zerstört, behindert, gestoppt, aufgehalten, manipuliert werden kann. Erwartungsgemäß ist der Dogecoin, der Litecoin, der Peercoin ursprünglich ein Bitcoin-Derivat gewesen mit veränderten Variablen. Und auch heute noch besitzen diese Coins eine wichtige Eigenschaft. Durch ihr Alter haben sie sich einen gewissen Status bewährt. Sie haben eine Marke aufgebaut, sie werden benutzt, sie verfügen über weltweit Millionen Anwender und haben als einzige tatsächlich einen jahrelangen Prozess durchlaufen, der den Neuentwicklungen natürlich noch bevorsteht. Die nächste Klasse nenne ich die Smart Contract Plattform, natürlich Ethereum und der Fork Ethereum Classic. Stratis und Lisk sind ebenfalls Smart Contract Plattformen mit einer abgewandelten Ausrichtung, weil hier tatsächlich die Frage noch im Raum steht, welche dieser Smart Contract Plattformen in Zukunft sich durchsetzt, und zwar nicht in der Hauptfunktion als Geld, sondern in der Hauptfunktion als sozusagen als Betriebssystem für andere Blockchain-Projekte. Diesbezüglich ist
Ethereum mittlerweile sicherlich das erfolgreichste Projekt. Und wie man sieht, auch nimmt es die obere linke Ecke auf dem SOM ein. Die nächste Klasse, Dash, Zcash, Monero, Komodo. Dabei handelt es sich eigentlich um den Hauptaspekt Privacy oder Anonymität. Auch hier wird es Veränderungen geben, wenn Ethereum beispielsweise das Zcash-Protokoll übernehmen wird. Aber eine Haupteigenschaft, die auch sich in den Top 30 einfach niederschlägt, insbesondere bei diesen vier Währungen, ist einfach, kann ich meine Zahlungen wirklich privat durchführen, ohne dass ich Gefahr laufen muss, dass die Zahlung, die nicht ganz anonyme Zahlung, doch zu mir zurückverfolgt werden kann. Wie schon gesagt, das ist auch bei Bitcoin möglich. Aber diese Währungen besitzen einfach diese Eigenschaft schon fest integriert in ihrem Protokoll und dementsprechend vertreten sie auch die Philosophie der Privatsphäre in der Coin-Welt. Die nächste Klasse nenne ich Bezahlcoins oder ja, es gibt natürlich auch wegen Ripple die Bezeichnung Bankencoins, da eben alle diese Bezahlcoins mit Banken zusammenarbeiten. Ripple konzentriert sich auf der Webseite tatsächlich primär auf Bankkunden und versucht im R3-Konsortium hier neue Partner zu finden. Das abgespaltene Projekt von dem Gründer Stellar Lumen, XLM, richtet sich an Endkunden und organisiert unter anderem auch Blockchain-Projekte in Afrika. Und bei NEM handelt es sich um ein japanisches Projekt, was auch von japanischen Banken und Finanzinstituten benutzt wird, da sie nicht in Konkurrenz zum Bankensystem stehen, sondern Banken einfach die Chance eröffnen möchten, an der neuen Blockchain-Technologie, die sie nicht als feindliche Technologie zu sehen, sondern diese einfach als einen neuen Innovationssprung zu betrachten und diesen dann entsprechend in ihre bestehenden Geschäftsmodelle oder in neue Geschäftsfelder einzubauen. Diese Klasse nenne ich Bezahlcoins oder Bankencoins. Tatsächlich ist die sofortige Bezahlung nur mit diesen Coins zurzeit möglich. Nächste Klasse ist etwas schwieriger einzustufen. Nach meiner Interpretation handelt es sich hier um Exchange Coins, also um Tokenhandel, um die Verwaltung von Tokens. Sicherlich hat jeder Coin eine Geldeigenschaft. Ich kann ihn als Geld benutzen, ich kann auch Nachrichten dauerhaft in eine Blockchain schreiben. Bei diesen Tokens bei diesen Coins geht es tatsächlich darum, das Vorhandensein oder die Notwendigkeit von zentralisierten Börsen oder Handelsplattformen wie einer einzelnen Webseite, diese überflüssig zu machen, indem die Handelsplattform eben durch den Coin selbst dezentralisiert wird. Diese Klasse nenne ich Exchange oder Tokenhandel Coins. Nächste Klasse ist auch nicht ganz so einfach einzuordnen, warum gerade diese Coins hier geclustert sind. Sicherlich liegt die Clusterung auch an den Daten, die nicht in dem SOM verfügbar sind. Trotzdem reagiert der Algorithmus trotzdem auf gemeinsame Eigenschaften und verbindet diese Coins eben im Mittel etwas stärker miteinander als eben das Verhältnis zu Coins, die weniger stark semantisch übereinstimmen. Und bei diesen Coins geht es nach meiner Interpretation um den Aspekt Community. Ich habe hier Abstimmungssysteme, dezentrale Verwaltungssysteme, ich habe hier auch Kommunikationssysteme,
Chat-Systeme, Gaming spielt eine Rolle. Also das, was im Internet der erfolgreiche oder die erfolgreiche Anwendung der sozialen Netzwerke wie Facebook, auch dieser Trend, Menschen zu verbinden, Kommunikation in Verbindung mit dem Transfer von Eigentum, setzt sich auch in der Blockchain-Welt fort. Und genau diesen Aspekt der Community, der wird durch diese Coins hier repräsentiert. Dann gibt es noch einen kleinen Sonderfall, den Sia-Coin. Hier gab es auch vor ein paar Tagen, wären noch andere Coins, wie zum Beispiel MadeSafe-Coin oder der Golem aufgetaucht. Sia-Coin geht es um dezentralen Cloud-Speicher, also darum, Ressourcen dezentral zu verteilen, sei es Speicherplatz, sei es auch Rechenplatz und wahrscheinlich noch in Zukunft weitere Ressourcen. Diese DNA nenne ich dezentrale Ressourcencoin. Also zusammenfassend haben wir jetzt sieben Hauptklassen identifiziert. Einmal die Pioniercoins, im Prinzip das digitale Gold, die alten, ja, die Stammväter der restlichen, der nachfolgenden Coin-Welt, auf die man sich aber am ehesten verlassen kann, einfach weil sie am längsten existieren. Also die Blockchain-Pioniere, dann die Smart Contract-Plattform, dann die Privacy-Coins oder die anonymisierten Bezahlcoins, dann die schnellen Bezahlcoins, die sofort und zu niedrigsten, geringsten Transaktionsgebühren Bezahlung erlauben. Diese können nur bezahlen, sie können keine Smart Contracts, aber das können sie dann auch wieder verdammt gut. Und deshalb besitzen diese Coins natürlich ihre Existenzberechtigung. Dann die Exchange- oder Tokenhandelscoins, die Community-Coins und die Ressourcen, dezentrale Ressourcenverteilungscoins. Diese Interpretation ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern aus der Beobachtung heraus von mir interpretiert. Sicherlich gibt es noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen, aber man sieht hier übersichtlich, welche Hauptklassen von Anwendungsfelder der Blockchain jetzt schon sich am herauskristallisieren sind. Die Coins entwickeln sich natürlich weiter und der Markt wird dabei entscheiden, welcher Coin als Geld am meisten, am stärksten akzeptiert wird. Genauso wie beim Internet der 90er Jahre, bei dem es auch viele Firmen gab, wie Netscape, Netscape Browser, wie Alta Vista und andere Suchmaschinen und Shoppingportale und Internetfirmen, die anfangs sehr viel Geld eingesammelt haben, deren Aktien zu Höchstpreisen gehandelt wurden, die dann Monate später den Wert von Null hatten. Genauso wird es auch in der Blockchain-Welt Coins geben, die sich durch eine interessante Idee zunächst hervorheben und aus der Masse herausstechen. Aber auch hier gilt es für die Coins und für die Entwickler nicht in der technischen Entwicklung stehen zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln. Ethereum ist zum Beispiel erst bei der zweiten Stufe von vier Hauptentwicklungsstufen und dementsprechend haben wir hier noch eine interessante Entwicklung vor uns und insbesondere werden wir auch sehen, welche weiteren Haupteigenschaften, Haupt-DNAs der Kryptowelt in Zukunft noch eine Rolle spielen werden.